Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben uns gerade in einen dieser Sandstürme begeben, in dem wir das letzte Mal den Schrein markiert haben. Der befindet... Ah, toll, jetzt habe ich natürlich keine Karte, ne? Um euch mal hier ein bisschen einzuweihen. Jetzt gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück. So, hier befinden wir uns. Da haben wir den Schrein schon markiert. Haben wir schon beim letzten Mal erspäht hier in der Gerudo-Wüste direkt am Anfang im Prinzip. Und wir sind schon da, schimmert der Schrein durch und wir haben noch einen kleinen Monster-Hinterhalt vor uns. Und ich glaube, mittlerweile als Linky Boy sind wir da... Achso, ja, auf dem Weg wurde ich angegriffen und habe mir fast Gebet benutzt. Und ich denke mal, diesmal sind wir eigentlich als Linky Boy schon bereit, uns diesen Herausforderungen zu stellen. So, den bomben wir mal kurz weg. Schön, dass seine Mates da nichts mitbekommen. Und dass wir für Spackis, ey. So, dann können wir mal einen Elektro-Pfeil verschießen hier. So, dann ist der auch hinüber. Dann wird wohl keiner mehr einen Notruf. CT ist okay, den haben wir auch erwischt. Ich glaube, die haben nicht ganz so viel zu lachen mit uns. Und ich sehe da schon ein kleines Hilferlein für uns. Linky Boy, jetzt kletter da doch einfach hoch, du Idiot. Linky Boy, sag mal, bist du zu blöd? Ja, geht alle wieder rein, bitte. Dann kann ich euch besser in die Luft jagen. Tschüssi. Das hat zu wenig Schaden gemacht. Na toll. Das macht mich jetzt nicht ganz so glücklich. Aber wir können ja nach und nach zerstückeln. Oh, das ist so schön. Oh, da einer hängt im Fenster. Springt aber wieder runter, weil er zu doof ist. Oh, ich finde das so schön, wenn man die einzeln einfach nur noch zerstören kann. Weißt du, das Spiel kann an manchen Stellen ja echt schwer sein, ne? Aber an solchen Stellen merkt man wieder, eigentlich ist es ganz in Ordnung. Ja, Leute, meine Capture-Card ist gerade wieder, hat sich gerade wieder überlegt, man muss ja nicht unbedingt aufnehmen. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt aufgenommen ist und wie viel weg ist. Wie gesagt, ist mir gerade erst aufgefallen. Ja. Falls viel zu viel weg ist, würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind auf der Suche nach einem Schrein, den wir das letzte Mal markiert haben. Und jetzt bin ich schon viel zu weit weg, um euch die Karte hier noch zu zeigen. Die kann ich euch vielleicht danach zeigen, wenn ich daran denke. Die Gerudo-Lanze ist nicht so super. Warum sind wir hier reingelaufen? Das hat uns ja wieder überhaupt nichts gebracht. Jedenfalls haben wir diesen Stützpunkt hier gerade überfallen, falls das nicht auch im Video steht. Und wir begeben uns nun zu dem Schrein. Der ist direkt am Anfang der Gerudo-Wüste, wenn man quasi, wenn man beim Eingang einfach rechts geht, in so einen Sandsturm, dann könnte man den schon erspielen. Also nicht allzu schwer zu finden. Und wie gesagt, hier hat man leider keine Karte. Im Sandsturm ist das ja immer so ein Ding. Ja, das passiert dann mal, ne? Aber den Dakotawa-Schrein, den werden wir jetzt betreten und wir werden sein Rätsel hoffentlich lüften können. So, bin ich natürlich gespannt, was für eine Prüfung uns hier erwartet. Es ist schon mal keine Kampfprobe. Was? Oh, ich denke mal, es wird eine etwas komplexere Prüfung, die hier auf uns wartet. Im Dakotawa-Schrein. Und zwar... Oh, ja, ich hoffe, dass wir nicht auf der langen Leitung stehen werden. Das wäre ja ein bisschen doof. Okay, wie geht's hier weiter? Ich stehe auf der langen Leitung. Was macht der denn? Wow. Wow! Kleiner Wächter, du hast es echt drauf. Hast du
nicht so wirklich, aber. Okay. Das ist also die lange Leitung. Hier haben wir das. Okay. Gucken wir mal kurz mit Magnet hier, was da abgeht. Ist nur der Elektroklops da hinten, ne? Aber wenn wir den machen, dann kommen wir natürlich nicht wieder rüber, weil er dann diese Plattform deaktiviert. Aber wir brauchen ihn, um die andere Plattform zu aktivieren. Kann ich auf der Leitung laufen? Na, wenn das so ist, dann weiß ich natürlich, wie wir das machen müssen. Dann ist das ja auch gar kein Problem für uns hier mit dem Elektroklops, der mich jede Sekunde töten möchte. Sehr nett von dem Elektroklops. So, den nehmen wir jetzt einmal schön mit. Halten die Leitung immer schön unter Strom. Oh, nicht runterfallen. Nicht da runterfallen. Ich glaube, dann werden wir ein mittelriesiges Problem haben. Nein, nein, nein. Nicht die Plattform aktivieren, bevor ich nicht draufstehe. Oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder? Oh, ich habe eine Kiste. Ich meine, oh, diese Kiste, die habe ich natürlich schon seit 50.000 Sekunden gesehen. Klotzi? Kann ich den hier... Ich kann ihn auch hier abstellen, ne? Ja. Vielleicht holen wir Klotzi auch. Okay, wir können Klotzi, glaube ich, nicht später holen. Ich glaube, wir können die totschocken mit Klotzi. Ich glaube, wir können die totschocken mit Klotzi. Jep, wir können die totschocken mit Klotzi. Das ist doch relativ erfreulich. Und wir können uns natürlich auch totschocken mit Klotzi. Sehr, sehr schön. Immer gut zu wissen, dass wir uns selber umbringen können. Sonst wäre das hier ja auch langweilig. So. So, den können wir jetzt ja mal schön hier oben rüber werfen. Und hier haben wir einen schönen Schalter. Das ist so eine Art Fail-Safe-Switch oder was? Okay. Ja, hier brauchen wir Klotzi dann, ne? Ich krieg den nicht von hier, ne? Ne. Wahrscheinlich sobald er eine dieser Wände berührt, sind wir dann tot. Das ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen, dass wir auch sterben können. Also das ist jetzt so meine These dazu. Dass wenn wir hier irgendwas berühren, wir erstmal schön geschockt werden. Ich würde es jetzt gerne ausprobieren, ehrlich gesagt. Okay, da hält sie kurz an, um uns zu zeigen, hey, da ist ein kleines Hindernis im Weg. Achso, und auf dem Weg hätte uns halt kurz totschocken können, ne? Ah, dahinter ist eine Truhe.
Ach so, ist das eine Truhe. Na gut, die Truhe, da wissen wir jetzt ja, wo sie ist. Und ja, bis jetzt haben wir nicht so dolle Sachen in den Schrein bekommen. Deswegen würde ich sagen, die ist nicht ganz so wichtig. Und ich würde sagen, wir verlassen diesen Schrein wieder. So, damit haben wir 12 Zeichen der Bewährung und der Sandsturm hat aufgehört. Genau, ich wollte euch, falls das in der Aufnahme vorher nicht drin ist, nochmal zeigen, wo das ist hier. Direkt Eingang Gerudo-Wüste. Zack! Schrein, wie gesagt, den sieht man auch von hier, wenn man da so reinlugt. Und ja, sehr schön, dass der Sandsturm... Oh! Sogar eine Sandrobbe. Das ist natürlich mehr als praktisch. Für die weiteren Wüstenerkundungstouren. Ja, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, noch Zeit. Ich weiß nicht genau. Und dann suchen wir uns noch etwas weiteres zu tun heraus. So, hier in diesem Gefilde werden wir nun weiter nach Sachen suchen, denn wir befinden uns wieder in einem Sandsturm, der uns die Karte verschleiern wird. Ja, und das ist natürlich ein bisschen doof, ne? So, die hält da ihr Schwert hin, das ist uns ja eigentlich ziemlich egal. So ein Knochenritter, den... Mit dem machen wir ja kurzen Prozess hier, ne? Das ist ja jetzt nicht so... Nicht so doll, diese Typen. Und ja, ich würde sagen, wir haben ja schon mal fette Knochen. Das heißt ja schon mal bestimmt irgendwas Interessantes. Okay. Was haben diese ganzen... ganzen Statuen hier denn vor? Ich kann ja nur kriminell sein hier. Das kann ja nur kriminell sein. So, hier ist so ein fetter Monsterausguck. Ich weiß nicht, ob das in unserem Interesse liegt, dieser Monsterausguck. Na, irgendwie könnte man da ja sagen, nicht wirklich. Und diese fetten Fossilien hier. Aber schon wieder so eine Statue. Was hat's mit den Statuen nur auf sich? Sollen wir einfach mal da hingehen, wo sie hin zeigen, oder? Also zwei Hände. Lass mal da hingehen, wo sie hin zeigen. Weil da sehen wir ja schon so einen kleinen... Ja, Triumphbogen, ne? So sieht das so ein bisschen aus. Da kann man sich ja dann mal genauer ansehen. Da schon wieder, ne? Die zeigt auf das Fossil. Oh, was wollt ihr denn mit eurem blöden Knochenkrams hier? Ah, was hast du davon? So, ein Schrein, den unser Schreinometer gar nicht erkennt. Das ist ja auch mal wieder was sehr, sehr Schönes. Ist es nicht, aber... Nee, kann man ja mal sagen. Das Blutmond, ach nee. Nee, deswegen gehen wir jetzt erstmal in den Kimo-Zuzu-Schrein hinein. Hast du noch einen Sandraum, den wir gleich zum Fliehen nehmen können? So... Uns erwartet natürlich wieder eine richtige Prüfung in diesem Schrein. Gucken wir mal... Okay. Elektrokugeln, die umhergeschossen werden. Das ist natürlich... semi-interessant. Die können wir einfach fangen. Unterbrochene Flugbahn. So, ja toll, jetzt muss ich den mitten im Flug... catchen oder was? Ist ja dämlich. So. So, dann haben wir schon mal den Schrein gelöst. Ein recht kurzer Schrein. Achso, und die Tür bleibt direkt offen. Dann können wir auch hier direkt einmal den Strom reinschießen. Und uns die Truhe zu Gemüte führen. Na toll. Das mit den Mondsäbeln haben sie es hier auch irgendwie. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Schrein eigentlich relativ gut abgeschlossen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder hinaus.
So. Dann haben wir diesen Schrein auch schon wieder erledigt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda. Hier war das übrigens Breath of the Wild. Tschüss. Tschüss.